Brille runter, Kreiselecke an, Trecker in der Spur. Geschwindigkeit passt, Aussatzstärke auch. Ja, ich glaube, alles kontrolliert, es kann losgehen. Hi, ich bin Stefan und heute geht es hier drum. Könnt ihr sie erkennen? Das sind Lupinen und wie man die richtig anbaut, das wollte ich euch heute einmal zeigen. Im letzten Jahr haben wir schon 2,5 Hektar Lupine angebaut und das ziemlich erfolgreich auch an die Kühe verfüttert. Und das hat mir so gut gefallen, dass wir dieses Jahr auf 12,5 Hektar quasi die Anbaufläche erweitern. Und das passt sehr gut in unsere Fruchtfolge. Wir hatten jetzt auf dieser Fläche 2 Hauptkulturen letztes Jahr, die wir abgeerntet haben. 2 stark humuszehrende Kulturen. Und die Lupine ist halt eine sehr, sehr gute Gesundungsfrucht, die viel Humus wieder zurück in den Boden bringt, die den Boden tief durchwurzelt, tiefere Schichten auflockern kann durch ihre Pfahlwurzel. Und daher ist sie bei mir sehr, sehr wertvoll in der Fruchtfolge und auch sehr gut für den Boden. Die ganze organische Masse ist noch am Oberboden. Also die Wintergerste haben wir auch nicht eingearbeitet. Hier liegt alles noch so wie nach der Ernte. Nur die Regenwürmer haben das schon schön verdaut und ihren Bau gezogen, sodass wir hier eine ausgeprägte Kapillarbildung haben, jede Menge Regenwürmer haben, die den Boden gut aufwerten. Und daher ist es optimal für die Lupine zum Wachsen. Der erste Arbeitsschritt ist, dass wir die restlichen organischen Materialien hier flach einarbeiten. Das machen wir hier mit der Scheibenegge. Das sind Teller, die angewinkelt durch den Boden laufen und so einen großen Mischeffekt haben im Oberboden. Auch Organik noch zerteilen können, durchschneiden können und dadurch eine intensive Einmischung haben. Die Lupine kann halt wenig Unkraut unterdrücken am Anfang. Deswegen müssen wir einen reinen Tisch machen. Dafür ist die Maschine sehr, sehr gut. Als nächstes haben wir da vorne einen Tiefengrummer. Der arbeitet jetzt auf 25 cm Tiefe, um den Unterboden zu lockern, um halt einen Wurzelhorizont zu schaffen, damit die Lupine möglichst schnell tief wurzeln kann, an tiefere Schichten kommt, bevor sie dann ihre Pfahlwurzel richtig ausbildet und dann richtig in untere Bodenschichten vordringen kann. Und als nächstes müssen wir das Saatgut animpfen. Das machen wir auf dem Hof und das zeige ich euch jetzt. Wir wollen jetzt die Drille vorbereiten und haben das Saatgut hier und das muss vorher angeimpft werden. Dafür habe ich Klaus, der kennt sich aus und kann uns jetzt mal erzählen, warum müssen wir die Lupine animpfen? Dieses Impfmittel hier, das ist ein Torf-basiertes, also das ist im Prinzip ist der Torf-Trägerstoff für die Bakterien. Die Lupine müssen wir impfen, weil sie als Leguminose ja ihren Stickstoff selber bildet, beziehungsweise in der Symbiose mit einem Knöllchenbakterien. Diese Knöllchenbakterien findet sich im Boden nicht unbedingt immer so da. Deswegen impfen wir diese Bakterien an und die entwickeln sich dann mit der Lupine entsprechend und bilden diese Symbiose und bilden den Stickstoff für die Lupine und dann auch für die Nachfrucht hinterher. Wir haben jetzt hier das Saatgut, das ist Celest gebeizt, das ist ein Bitterstoff, der die Körner quasi wenig schmackhaft macht für Tauben, weil sonst haben wir den ganzen Schlag voller Tauben und die fressen uns einen beträchtlichen Anteil dieser Saatlupinen daraus. Beim Saatgut hast du mir noch gesagt, ich darf jetzt einfach nicht meine Ernte aus dem letzten Jahr in den Boden aussehen und wiederverwerten, sondern ich muss zertifizierte Saatgut kaufen. Warum? Diese Sorte ist Anthracnose-Toleranz. Anthracnose ist eine ziemlich bedeutende Pilzkrankheit in den letzten Jahren gewesen oder in den 90er Jahren vor allen Dingen und hat eigentlich sogar dazu geführt, dass der Anbau von weißer Lupine in Deutschland nahezu weg war. Also wollen wir somit möglichst lange die Anthracnose unterdrücken, genau, und klein halten, dass wir weiter auf heimische Eiweißträger setzen können. Das ist das Ziel daran. Ich habe schon mal einen Betonmischer vorbereitet zum ordentlich Mischen. Dann müssen wir jetzt 11 Sack Saatgut da rein, den Torf und einmal durchmischen. Genau. 3-4 Minuten, wie das ist. Also wir müssen jetzt das Lupinen-Saatgut hier im Betonmischer einfüllen und dann kommt da ungefähr noch 1,5 Liter Wasser bei. Genau, damit die Lupinen ein bisschen feucht sind, dann klebt das hinterher besser. Ich verbrauche jetzt hier 2,5 Kilogramm Torf auf 600 Kilo Saatgut und damit können wir ungefähr 2,8 Hektar Lupinen aussehen. Und damit haben wir, ich glaube, dicke genug, dass wir das heute hinkriegen.
Genau, wir sollten auch nicht zu viel vorbereiten, denn irgendwo in den nächsten 24 Stunden sollte das Saatgut dann versät werden, damit das aus dem Licht rauskommt, weil die Bakterien natürlich empfindlich sind. So, wichtig für die Aussaat der Lupine ist die Bodentemperatur. Wenn der Boden nämlich zu kalt ist, dann kommt die Lupine nicht aus den Puschen und wird schnell von den Tauben gefressen. Von daher ist darauf zu achten, dass wir 6 Grad Bodentemperatur haben. Aber dadurch, dass wir jetzt geackert haben, der schwarze Boden zieht die Sonne an, erwärmt sich schnell, ziehen wir das Thermometer mal raus, sind wir jetzt bei 10 Grad. Das ist optimal, um mit der Aussaat zu starten. Bevor wir jetzt auf den Acker fahren, müssen wir die Drillmaschine erst noch einmal abdrehen. Weil mit dieser Maschine können wir sämtliche Saatgutarten auf unterschiedlichen Tiefen ablegen und das muss jetzt speziell für die Lupine ausgerichtet werden. Die Lupine ist als Saatgut deutlich größer als zum Beispiel ein Getreide und deswegen müssen wir die jetzt exakt drauf einstellen. Wir wollen 60 Körner je Quadratmeter haben und das können wir hiermit auf 2% ziemlich genau erreichen. Und dazu ist es wichtig, dass wir sie genau abdrehen. Dazu die Abdrehwanne da einmal drunter. Jetzt kann ich hier den Vorgang starten. Jetzt fängt das Sährad an auszudosieren. Der Computer merkt sich die Zeit und die Umdrehungen, die jetzt das Sährad läuft. Und wenn wir den Vorgang gleich stoppen und das aufgefangene Saatgut verwiegen, dann kann der Computer hochrechnen, bei wie viel Umdrehungen kriege ich wie viel Gramm Saatgut ausdosiert, mal die Fahrtgeschwindigkeit multipliziert, habe ich unsere Aussaatstärke. Jetzt können wir loslegen auf dem Acker und mit der Aussaat starten. Bevor wir jetzt die ganze Fläche aussehen, müssen wir einmal die Ablagetiefe kontrollieren, weil die ist ganz entscheidend bei der Lupine. Die muss zwischen 3 und 4 cm liegen und das schauen wir uns an. So, wir kontrollieren jetzt hier die Ablagetiefe der einzelnen Körner und versuchen hier so eine Saatreihe mal freizulegen. Jetzt können wir mit dem Zollstock hier die Oberfläche anvisieren und dann das Korn. Und jetzt sehen wir, dass wir mit gut 2,5 oder knapp 2,5 cm sind es nur, Ablagetiefe noch zu flach sind, also jetzt müssen wir noch mal Mühe tiefer. Wenn wir die Lupine zu flach ablegen, dann kommen die Vögel viel, viel schneller da dran und können die leichter ausbuddeln, finden die schneller. Und wenn wir sie zu tief verstecken, also auf 5, 6 cm legen, dann brauchen sie zu lange, um aufzukeimen. Und gerade die ersten Blätter sind sehr, sehr energieintensiv. Und wenn es die Pflanze nicht schafft, die an die Oberfläche hochzubringen und auszuklappen und schon Photosynthese zu betreiben, dann verliert sie einen Großteil seiner Energie und kann sich nicht mehr richtig entwickeln. Ja, die Einsaat ist schon ein bisschen speziell, gerade mit den Impfen. Man muss das just in time machen. Das Saatgut, wenn man das mit Wasser befeuchtet, um halt den Torf mit den Bakterien dort anhaften zu lassen, wenn man das übertreibt, dann verklebt das Saatgut und dann verstopft die Maschine und dann kommt das Saatgut nicht raus. Es kann so unfassbar viel schief laufen. Also die Saattiefe haben wir jetzt ein paar Mal kontrolliert, das müsste jetzt passen. Der Striegel ist auch optimal eingestellt. Wenn man den mal aus dem Auge verliert, dann kann der Striegel schon mal so tief arbeiten, dass er die Körner wieder hochholt. Das ist doof. Mit der Software haben wir jetzt so ein bisschen Probleme bei der Drille. Aber eigentlich müsste das so passen. Wir haben sie ja abgedreht. Das sah ganz gut aus. Das sind also Sachen, die sehr tricky sind. Also da muss man schon Fingerspitzengefühl für haben, muss viele Sachen kontrollieren und im Auge behalten, ob auch alles läuft. Aber genau das macht den Spaß auch aus, wenn es dann nachher schön aussieht und gleichmäßig auf der Fläche verteilt ist. So, hier haben wir jetzt die Ernte von dem letzten Jahr, die wir heute mahlen und als Kuhfutter verarbeiten. Das war letztes Jahr eine richtig gute Ernte. Wir hatten einen Rekord von 4,5 Tonnen vom Hektar. Und die Lupinen sind jetzt ein bisschen getrocknet, dass die lagerfähig sind. Und dann versuchen wir, die frisch zu mahlen, dass wir so für 2-3 Monate im Voraus das Futter gemahlen liegen haben, dass es noch relativ frisch ist. Weil die Lupine hat auch einen hohen Ölgehalt, der sehr schön füttert in den Kühen. Und der ist wichtig, den wollen wir uns erhalten. Deswegen mahlen wir nicht alles direkt. Und das geht jetzt rüber in die Maismühle und wird gemahlen.
So, hier haben wir jetzt die gemahlene Lupine. Oder für die Kühe reicht es sogar, wenn wir sie nur schroten, also relativ grob mahlen. Wenn wir die Lupine an die Schweine verfüttern wollen, dann müssen wir sie feiner mahlen und am besten auch vorher toasten, weil die Lupine hat Bitterstoffe innen drin, die halt die Futteraufnahme der Schweine stark zurückdrängt. Und deswegen ist es besser, durch das Toasten diese Bitterstoffe zu eliminieren. Und bei den Kühen ist das unproblematischer. Da können wir das einfach so geschrotet mit in der Ration mit einfüttern und dann mit Raps oder Soja ersetzen als hochwertige Proteinquelle. Wie dieses Schrot jetzt hier in das Kuhfutter kommt, das zeige ich euch jetzt. Also eine Lupine als Alleinfuttermittel für eine Kuh wäre völlig ungeeignet. Eine Kuh braucht Struktur, sie muss wieder kauen, sie braucht etwas, was sie wieder hochwürgen kann und zermümmeln kann. Das ist gerade Struktur, die Grassilage sehr, sehr wichtig. Die haben wir in diesem Jahr sehr trocken. Sonst kann man auch sehr gut noch Stroh dazu füttern oder Mais. Das sind so die Grundfuttermittel. Und die Lupine ist das Salz in der Suppe, also das i-Tüpfelchen, um da noch mal ein bisschen mehr Effizienz rauszuholen, um die Kuh besser zu versorgen und gerade mit wichtigen Proteinen zu versorgen. Wir setzen die jetzt hier auch nur mit 750 bis 1 Kilogramm ein pro Kuh und Tag. Und das ersetzt ungefähr, also 1 Kilogramm Lupine ersetzt ungefähr 750 Gramm Rapsschrot und 250 Gramm von der Gerste. Die beiden Futtermittel zusammen haben ungefähr die Inhaltsstoffe wie 1 Kilogramm Lupine. Es war ein super Tag, ein anstrengender Tag, aber wir haben jetzt fast 2,5 Hektar Lupine drin. Die Bedingungen sind optimal. Ich gehe davon aus, dass bei diesen Temperaturen die Lupine 6-7 Tage braucht, bis sie oben rauskommt. Bis dahin werden wir jetzt noch zweimal blind striegeln, um die Unkräuter noch mal wegzunehmen, die jetzt so auflaufen. Und dann sehen wir die Keimblätter. Zum Thema Wirtschaftlichkeit der Lupine. Es ist so, dass sie um die 30 Euro jetzt gehandelt wird. Das Getreide liegt zurzeit um die 20 Euro, also dort bekomme ich 50% mehr. Ernte dafür aber auch nicht so viel, 4,5 bis 5 Tonnen, dann habe ich eigentlich schon einen sehr, sehr guten Ertrag. Ich finde, die Lupine ist besonders interessant für viehstarke Betriebe, die halt viel Futtermittel an die eigenen Tiere verfüttern wollen. Da passt sie halt sehr gut in die Fruchtfolge, lockert die auf, lockert die Arbeitsspitzen auf, ist eine Alternative zum Mais. Dort ist sie am wirtschaftlichsten und am stärksten. Weniger in den Marktfruchtbetrieben, die wirklich nur Getreide anbauen zum Verkaufen. Wenn euch der Film gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da oder abonniert den Kanal. Und falls ihr selber auch Ideen habt, wie man besser Lupinen anbauen kann, dann schreibt es in die Kommentare. Dort diskutieren wir gerne mit euch. Und hier sind auch noch weitere Filme. Wenn ihr Bock habt, schaut sie euch an.